Stellt euch mal vor, ihr seid in der Natur oder im Garten unterwegs und ein Insekt sticht euch. Was wäre denn, wenn es euch mit hoher Wahrscheinlichkeit gelingt, im Umkreis von 5 Metern etwas zu finden, das da sofort helfen kann? Hallo, ihr Lieben! Geht's euch auch so, dass die Stiche von Mücken, Zecken und Wespen ziemlich lange jucken und auch wehtun können? Es gibt Pflanzen, die nach Insektenstichen Linderung verschaffen können. Und damit ihr jederzeit auch schnelle Hilfe in der Natur findet, zeige ich euch heute 20 Garten- und Wildpflanzen, die ihr sofort nutzen könnt, wenn euch Insekten mal gestochen haben. Zum Schluss gibt's auch noch Tipps, was ihr euch mit ins Schlafzimmer nehmen könnt, wenn euch nachts mal die Mücken piesacken. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass gerade bei Zecken das Tier natürlich erstmal zu entfernen ist, bevor man da irgendwas drauf tut. Und auch nach Bienenstichen, falls da noch ein Stachel drin ist, ist der natürlich erstmal sachte zu entfernen. Und dann könnt ihr die Heilkräuter auch anwenden. Die Reihenfolge, in der die Pflanzen jetzt erscheinen, die habe ich ganz beliebig gewählt. Das ist also keine Rangliste. Ich werde euch zum Schluss natürlich noch verraten, was wirklich meine Favoriten sind, die ich bei Insektenstiche ganz persönlich einsetze. Nummer 1 ist der Basilikum. Ihr könnt einfach die frischen Basilikumblätter zerreiben oder zerkauen und es auf die Stiche legen. Nummer 2 ist der Weißkohl oder auch Weißkraut. Ich kann mir hier aussuchen, ob ich den runden oder die Spitzenköpfe nehme. Der Weißkohl hat eine entzündungshemmende Wirkung, deswegen kann man die Blätter einfach klein machen und auf den Stich tupfen. Nummer 3. Die Petersilie habt ihr vielleicht auch im Garten oder einfach im Topf auf der Küchenbank. Da auch einfach die Blätter klein hacken und den Pflanzensaft direkt auf den Stich. Nummer 4 ist der Salbei. Der heißt auch der Heilende. Übersetzt die Blätter einfach zerkauen oder auch irgendwie klein hacken und einfach auf den Stich geben. Dann werden die Schmerzen und die Entzündung auch schnell gelindert. Nummer 5 ist das Bohnenkraut. Vielleicht nicht das Richtige bei so einem heftigen Wespenstich, aber bei einem Mückenstich oder ähnlichen könnt ihr das Bohnenkraut genauso verwenden. Nummer 6. Wenn ihr frische oder auch getrocknete Kamille bei euch habt, vielleicht auch in Form von Tee, dann macht euch einfach einen Kamillentee und tupft diesen auf den Insektenstich. Nummer 7. Die Ringelblume ist natürlich bekannt für Heilung der Haut, für entzündungshemmende Wirkung, auch für Hautpflegeprodukte. Wenn ihr Ringelblumen habt, dann macht euch da auch einfach einen Sud draus oder eine Salbe oder einen Ölauszug und benutzt die Ringelblume gegen eure Insektenstiche. Auch Gänseblümchen können recht viel und auch bei Insektenstichen können sie eingesetzt werden. Nummer 9, das sind die Wegerische. Egal ob der Spitze, der Breite oder der Mittlere, die Wegerische, die sind absolutes Wundheilmittel, mein Lieblingspflaster der Natur. Und wenn ihr einen Insektenstich habt, dann könnt ihr einfach die Blätter zerkauen oder ganz klein rupfen und dann schön auf den Stich reiben, den Pflanzensaft und der Spitzwegerisch, der heilt auf jeden Fall. Nummer 10 ist der Meerrettich. Aber jetzt nicht den Tafelmeerrettich holen, den ihr vielleicht im Supermarkt gekauft habt, sondern wir reden von frisch geriebener Meerrettichwurzel. Falls ihr sowas im Garten habt, die kann man auch wunderbar einfrieren und so jederzeit zur Hand haben, wenn man den frisch geriebenen Meerrettich mal brauchen sollte. Auch für Insektenstiche ist das ein gut empfohlenes Mittel. Die Nummer 11, das ist der Frauenmantel. Der hat nicht nur ganz, ganz viele wunderbare Wirkweisen gegen Frauenleiden, wie zum Beispiel auch Wechseljahrsbeschwerden oder Menstruationsprobleme. Nein, auch dessen Blätter können richtig gut helfen bei Insektenstichen als das grüne Pflaster der Natur. Die Nummer 12. Das sind die Knoblauchzehen. Die hat man ja vielleicht auch so mal da in der Küche. Wenn euch was gestochen habt, dann zerschneidet einfach eine Knoblauchzehe und tut die Schnittkante dann direkt auf den Stich auflegen. Das wirkt zum einen auch kühlend und zum anderen desinfizierend, kann aber auch wirklich auch bei den Problemen, die Stiche so machen, richtig gut helfen.
Die Nummer 13 ist ein Verwandter der Knoblauch. Wir reden von der Zwiebel. Meine Oma hat mir immer bei Wespen oder Insektenstichen, so der schwereren Art, eine Zwiebel halbiert und die durfte ich mir dann recht lange auf den Stich halten. Die hat richtig gut geholfen. Meine Mutter hat es fortgesetzt. Und das wäre auch so ein Tipp von mir bei Wespenstichen. Die Nummer 14. Das ist der Lauch oder auch Porree genannt. Ja, auch ein zwiebelartiger und auch die Blätter vom Porree können richtig gut benutzt werden, wenn euch was gestochen hat. Die Nummer 15. Das ist eine meiner Favoritinnen im Garten, die Zitronenmelisse. Die kann so viel und unterschiedlich eingesetzt werden und sie ist vor allem auch noch lecker. Und auch sie dient als das grüne Pflaster der Natur und kann wie viele andere Blätter auf den Insektenstichen eingesetzt werden. Die Nummer 16, das ist der Huflattich. Die Blüten erscheinen ja im ganzzeitigen Frühjahr, mit denen kann ich jetzt nicht mehr dienen. Wäre jetzt auch nicht die erste Wahl, den jetzt hier bei mir direkt zu sammeln, weil ich nur ganz wenige Pflänzchen habe und hoffe, die vermehren sich noch. Aber wenn ihr mal unterwegs seid, der Huflattich ist übrigens auch das Wanderers Klopapier, wenn die Blätter ein bisschen größer gewachsen sind als die hier, dann könnt ihr den trotzdem auch benutzen, also nicht nach dem Klopapier, aber ihr könnt Huflattichblätter benutzen, um den auf Insektenstichen anzuwenden. Die Nummer 17. Ja, wenn Zwiebeln helfen, wenn Porree-Blätter helfen, dann hilft natürlich auch der Schnittlauch. Der darf in so einem kleinen Kräutergarten doch auch nicht fehlen, oder? Die Nummer 18. Habt ihr Aloe Vera im Garten, dann könnt ihr da ein Stück abschneiden und direkt auf den Insektenstich legen. Auch falls ihr Arnika-Pflanzen bei euch im Garten anbaut, könnt ihr da einen Tee draus machen. Bitte, bitte nicht trinken, also nur als Sud aufkochen, sondern nur äußerlich angewandt dann auf den Insektenstich auftupfen. Und die Nummer 20, einer meiner Lieblinge, das wisst ihr aus dem vorletzten Video, der Thymian. Bei dem ist es jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger, den Pflanzensaft hier aus diesen kleinen Blättern rauszupressen. Da brüht man sich einfach einen Tee ganz kräftig auf und den tupft man dann auf die betroffenen Stellen. Und so einen Thymian-Tee kann man abends zum guten Schlafen sowieso trinken und lässt was übrig und kann sich das mit einem kleinen Tupfer noch nebens Bett stellen, falls einen nachts noch die Insekten ärgern. Ich nutze für solche Mückenstiche, falls die nachts noch auftreten, wo jetzt gerade keine Lust besteht, nochmal in den Garten zu wandern, um sich ein Spitzwegerichblatt zu holen. Da nutze ich am liebsten meine selber gemachte Ringelblumensalbe. Die ist richtig gut lindernd und die Ringelblume, ja, die könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen in dem Video, das ich dazu schon mal gemacht habe. Ja, ihr Lieben, das war eine Auswahl von über 20 Pflanzen, die helfen können. Natürlich gibt es noch einige mehr, die ich vermutlich selber noch nicht kenne. Es gibt auch noch ein paar Hausmittelchen, sowas wie Essig oder Zitrone, wenn ihr da nochmal schauen wollt. Ich hoffe aber auch, dass zumindest 10 von denen, die ich genannt habe, in eurer unmittelbaren Nähe irgendwie zu finden sind. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit dafür dürfte recht hoch sein.